Hallo, meine lieben Freunde, und willkommen bei einem neuen Horror-Let's Play hier bei uns auf dem Channel mit mir, dem Mushroom. Und wir spielen gemeinsam Perception. Ein Spiel, das einen besonderen Kniff hat, denn die Hauptperson, mit der wir spielen, die Frau hier, ist blind. Und wir erkunden ein Haus als blinde Frau. Und das hat mich hier sehr neugierig gemacht auf das Spiel. Wie das wohl im Spiel verarbeitet wird. Was ist das denn hier? Gespräche. Cassie, ich will meine Charaktere kennenlernen. Cassie redet oft im Vorhinein. Ich bevorzuge meinen Charakter lieber auf einer stille Seite. Cassie wird nur reden, wenn es für die Handlung entscheidend ist. Ich mach mal das. Die darf ruhig mal reden. Cassie darf reden. Ich bin dafür, Cassie darf reden. Ja, ich bin gespannt, was uns hier erwarten wird. Ich habe nicht viel von dem Spiel gesehen, nur so ein paar Gameplay-Videos, so Trailer, wie das Ganze aussieht, aber basiert auf wahren Gegebenheiten. When you're blind, you learn a thing or two about trust. You learn who to trust. Creepy Cassie. Oh, wir sind mitten im Spiel. You learn what to trust. Focus, Cassie. What's this sound? A fan. Good. Now. What's in front of the fan? I don't know. Cassie, sounds are how we see. Listen. Tap your cane. Okay, Space, um eine Echoortung mit dem Stock zu klopfen. It's a coffee mug. Oh. Right. Excellent. Though you are without sight, it does not mean you cannot see. Wer redet mit mir? Hallo? And most importantly, you learn to trust yourself. Even if that means hopping on the first flight to Boston to find the mansion from your nightmares. Flughafen Logan. I've been having these dreams for months now, and I certainly don't know what's waiting for me at Echo Bluff. But I do know I can't take much more of the torment. So I'm trusting myself to get to the bottom of it. Okay. Also, wie ihr seht, das ist das Besondere an dem Spiel. Wir sehen im Grunde das Level nicht, außer wir klopfen. Oh, ist das aufgehört? Außer wir klopfen auf den Boden mit unserem Stock. Und dadurch gibt es eine Echoortung. Und wir können sehen. Ah, okay. Wir laufen einfach mal entlang. Wir sehen hier den. Mein Telefon. Hello? Hallo? Listen, I need ich komme gleich. To do this. I'm at the door. Wait, don't hang up. Das ist das Haus, das wir erkunden wollen. Ich kann leider das Spiel nicht leise machen bei mir. Das ist verflucht laut. Egal, wir kriegen das, glaube ich, hin irgendwie. Hallo? Schauen wir uns mal kurz hier um. Es erinnert mich so ein bisschen an. Oh, schön, dass uns hier die Tür grün angezeigt wird. Ein bisschen an Daredevil. Der das Comic kennt oder die Serie auf Netflix. Weiß, was ich meine. Daredevil ist ja ein blinder Superheld, der aber trotzdem ziemlich gut sehen, also an sich ziemlich gut sehen kann. Wir laufen ein bisschen auf der Terrasse hier rum. Schauen wir, was wir hier finden. Hau ich auf das Zeug drauf. Klatsch, 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 klatsch. Kann ich noch irgendwie anders interagieren? Nein, ich habe kein Menü. Selbst unsere Schritte machen Geräusche. Und wir sind auf der Rückseite. Und wir könnten hier auch reingehen, okay. Verschlossen. Na klar. Durch Fenster kann ich auch nicht. Okay, dann. Ich sag mal, rennen kann ich auch nicht. Na gut, na gut. Also bis jetzt, so die ersten Minuten. Es ist schon ziemlich cool, so diese Spielmechanik. Okay, du sagst, wir sollen hier rein. Hello. Hallo. I know nobody's there, but I'm just
Doing my due diligence. Ich sehe nur nach dem Rechten, sagt sie. Probably should have worked out a plan if someone is, you know, here. Kapitel 1. Das Seil. Okay, Echo-Ortung. Moving out or moving in? Das weiß ich jetzt auch nicht. Supposed to be here? Ich weiß, dass wir einen Gegner haben. Oder vielleicht mehrere. Besser gesagt mehrere Gegner. Und ich weiß, wie ich diese Gegner, also wie ich diesen einen Gegner anlocke, indem ich zu laut bin. Ich weiß nicht, ob das noch erklärt wird irgendwo. Was, hier ist eine Tür? Okay. Aber wir schauen uns mal kurz hier um weiter. Da ist eine Treppe. Da komme ich aber jetzt so nicht hin. Hier ist der Weg versperrt. Und der Weg ist versperrt. Hallo? Ey, das ist ja mega krass, ey. Von diesen drei, sag ich mal, Sinneswahrnehmungen, sehen, reden und hören, finde ich blind sein für mich persönlich am schlimmsten. Nicht zu sehen. Oh Gott, im Himmel? Deep breaths, Cassie. You're here for a reason. In my dreams, I always see a rope, a ticket, an apple, and an axe. Maybe start there? Wow. Hate fire. Wieso? Ein Stück Pizza. Na toll. Dearest Richard, happy anniversary, my love. What a perfect way to begin our 10th year together. New house, new baby on the way. I know this fresh start is the perfect way to complete our family. Felicia. What was that? A memory? Was zum Teufel? Was war das? Erkunden Sie, was erkunden fürs nächste Ziel? Was zum Teufel war das? Also ihr habt schon gesehen, da ist irgendetwas. Und ins Feuer gehe ich mal nicht. Hier ist noch was. Noch eine Tür. Die ist verschlossen. Okay, oh, verdammt, wir müssen zu dem Monster gehen. Oder was auch immer das war. Leute, ihr... Bitte entschuldigt, dass es so dunkel ist, aber unsere Protagonistin ist blind. Was ist das? Abspielen. Felicia's pregnancy suits her. She glows. She walks around holding her tummy. Sometimes she just smiles for no reason. I was worried about the solitude of this place, but I think the impending addition is going to be her whole world. Until then, I just need to keep a batch of chocolate chip cookies on hand at all times. It appears cravings aren't just a wives' tale. Ja, schon. Oh, der Weg ist frei. Wir können jetzt hier entlang. Sehenswürdigkeiten und Erinnerungen erscheinen grün. Ja, das habe ich auch gemerkt. Kann ich noch irgendwie was? Messages. 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 Michael. Hey there, Cass. I just got word you're heading to Massachusetts. That's quite the trip. Me. Hey Miller. Yep. I'm on the tarmac. Good times. Michael, really? Like just now? That's a pretty long flight. Why Massachusetts? Me, long indeed. But necessary. Unknown. Hey Evan, Charles, blocked ID, Charles. Okay. Michael, Michael, hey there Cass. I just got unknown. Michael, messages. Nochmal, warte. Messages. Phone. Voicemail. Music. Music? Music. Aha. Ich möchte das jetzt nicht abspielen, nicht, dass ich irgendwie Probleme mit der GEMA bekomme.
Messages. Messages. Phone. Phone, was haben wir hier? Messages. Phone. Gibt nix? Nix, okay. Gibt, da gibt's nix. Voicemail, schau mal. Okay, wir laufen einfach mal. Verschiedene Sachen gibt es. Oh, guck mal, wie. Oh mein Gott. Es hat gespeichert, sehr gut. Was zum Teufel, Alter? Mein sechsten Sinn. Da hinten dran ist etwas. Da ist hinten dran eine Tür. Baum. Okay, wir gehen mal weiter. Wir gehen mal dort entlang. Da scheint unser Ziel zu sein. Hier ist eine Tür. Sehr gut. Verschlossen, verdammt. Das ist halt bitter, du siehst halt nicht den Boden. Hier geht's weiter. Hello? Wow, ey, mach keinen Scheiß. Versperrt. Versperrt. Okay. Hello? Wow! Ich kann nichts machen, es ist dunkel. Now Cassie, that music box belongs to St. Joseph's, not to Cassie Thornton. Put it back. St. Joseph's Waisenhaus, die Vergangenheit. It's a new house. I'm scared to go. Es ist ein schönes Lied, lass mich. Okay, okay. Fine. I'll leave it for the next girl. Boah, die Arme. Ich glaube, wir sind in dem Haus, wo sie geboren worden ist. Wish I'd left that one buried in the backyard. Or brought that back. Okay. Ich glaube, wir sind in dem Haus, wo sie geboren worden ist. Bin mir aber nicht ganz sicher. There it is, the rope. Das Seil. I don't understand. What the fuck? This is the rope. The same damn rope from my dreams. What the hell does it mean? What the fuck? Warum war es gerade so rot? Yes, I still have some digging around to do. Was zum Teufel war das? Du musst dich nicht verstecken. Okay, ich kann mich verstecken. Warum? Vor dem Monster. Dahin muss ich. Okay. Es kam gerade hier raus, das Vieh. Das Spiel speichert. Oh Gott. Ein offenes Fenster? Okay, wir schauen uns das mal kurz
Oh, ich habe so keinen Bock auf so. Da. Untersuchen. Was the tree in my dreams and I just forgot. Boah, Alter. What the hell? Who's here? Hallo? Wer ist hier? Ja, kotzt doch einer gerade ab. Da. Ghost. Actual ghost. Wow. Dahin muss ich. Honey, can you grab the pills you prescribed me for morning sickness? I left my purse in the car. Yeah, sure. I'll grab them. Jesus. Ja, ich hole sie, deine Pillen. Oh mein Gott, Alter. Bin ich denn hier jetzt? Oh, cool, wir können rennen. Nice. Finde ich irgendwie nicht so geil, dass wir rennen können. Ist das ein Vogel? Ja. Lass mich in Ruhe, Vogel! Was? Mit Delphi scannen? Delphi. Text to speech. Delphi. Patient. Briar. Felicia. 20 milligrams fluoxodine. Tabs. Instructions. Take twice daily with water. Dr. Richard Briar. What kind of doctor prescribes to his own wife? Okay. Was ist das? Schaufel nehmen? Richard makes fun of me for it, but I hate the dirt here. There are no worms, for goodness sake. Well, no wonder my little seedlings aren't taking root. Tomorrow I'll head down to a bait shop and see if some night crawlers do the trick. Richard makes fun. Ah, okay. So, ist hier noch irgendwie was? Zeig mir zu der Tür. Also wir sollen wieder zurückgehen und dem Geist seine Pillen bringen. Der Felish. New text message from Serge. Hey, about to board. What's up? Not angry, just concerned. Look, I need answers. I just got here and this shit's messed up. I'm onto something. And I'm starting to think I'm having these nightmares for a reason. Message sent. Übel. Die Arme. This place feels different. Kann ich runtergehen? Irgendwas hat sich verändert, oder? Hat sie gerade gemeint? Erstmal abspielen. We have no real neighbors, so the only folks we've met have been at local markets. Brief interactions. Felicia and I aren't bar hopping types, so for the most part we're alone up here. I don't mind the solitude myself. In fact, I thrive when it's just me and my thoughts. But I'm worried Felicia's going to want some girlfriends. I should encourage her to get out more. And make sure she doesn't mention our address. Hm. Ganz alleine hier oben. Who is master of the world? Mach mal lieber aus. Bevor wir irgendwie gehört werden von diesem Scheißvieh. Was?
Pumpe untersuchen. Okay, also wir gehen mal hoch. Nein, nein, nicht rein. Ja, dahin müssen wir. Ja, sag mal. Huh? Ah. Wer hat denn das da hingemacht? Tasse leuchtet total verdächtig. That thing was in the garage again. With the baby sitting on my bladder, it took all my self-control not to wet myself. My nerves are shot. I need some tea. Was macht hier solche Geräusche? Das ist der Nein, was ist das? Ist doch nicht der Fernseher. Nein, geht nicht auf. Ich will Kaffee. Gibt es keinen Kaffee hier? I'll be out in a bit. Just leave it on the bar, honey. Thank you. Okay, mache ich. Ah, das ist es. Erstmal abspielen. Okay. Super. Yeah, please. Now that I'm done running ghost errands, I can get back to the snooping. Wohin? Da. Hier ist so ein zweiter Nichts, oder? Dort entlang müssen wir. Aber erstmal ein bisschen hier in diesem Zimmer umschauen. Man sieht hier so viel. Das denn? She's die Flasche. So perfect. It's almost like she's hard to look at. My eyes can't focus. I should probably tell Richard. I don't want to tell Richard. Was willst du Richard nicht sagen, gute Frau? Kurz mal zum Feuer gehen noch. Speisekarte nehmen. Mit Delphi scannen. Delphi, text to speech. Nancy Chang's Chinese Cuisine. Das war's. Danke. Okay, wo war hier die Tür? Da. Hey. Was war das? Aus! Was war das denn jetzt schon wieder? Da lang, okay. Does a rope, a ticket, and a goddamn apple have to do with anything? Why that? Ich hab keine Ahnung. Hier sind mehrere Sachen, die wir anhören können. Let's see here. Dose 1, 50 milligrams of amipramine, along with 100 milligrams of morphine for pain. Patient is woozy, but not hysterical. We'll maintain dosage tomorrow. Okay, mach das. Dose 2. The amipramine has caused vomiting and patient's hysteria has returned. Moving forward with a combination of monoamine, oxidase inhibitors, and tricyclic antidepressants. Okay, Dr. B.
What interests you enough to use as a key code? Gotta poke around some. Was zum Teufel war das? Warum? Keycode, woher soll ich den kriegen jetzt? Ich sehe nichts. Ich schließe einfach mal die Tür. Da ist irgendwas unterwegs gerade, ich höre es. Oh mein Gott. Okay. Fenster leuchtet aber, das ist gerade sehr auffällig. Wir schauen uns mal kurz das Fenster an. Passiert nichts, alles klar. So, da ist noch was. Da lang, alles klar. Feels so good. The patient is taken to seclusion and doesn't seem to understand her surroundings. This, I think, may be for the best. Ah, look at us. I will monitor this situation closely before making any more hasty decisions after last time. Still, she needs her medicine and she leaves her pills on her tray each night. She doesn't understand that she needs to get well for herself and for the baby. I must take matters into my own hands for both their sakes. Matters into my own hands? That's not alpha male or anything. Das hört sich echt seltsam an. Was hat er mit ihr gemacht? So, was will er jetzt? Hä? Wie? Was? Hi! Wo bin ich denn jetzt hergekommen? Hallo? Pinsel nehmen! I don't know where it's coming from, but sometimes I see this thing. Don't know why, but I just have to paint it. Even if it's just to get it out of my periphery. Sie hat es gemalt. Ich lasse es mal an, das ist ganz entspannt. Dann haben wir wenigstens eine Quelle, wo wir hinrennen können. Hallo? Wieder draußen irgendwo. Was ist das hier? Ein Hammer. Ah, nee. Klatsch, erstmal scannen. Das ist ziemlich crazy, das Game, muss ich ganz ehrlich sagen. One. Some kind of woman. Somehow connected to the tree. Two. Other people. Seemingly unrelated. A 1940s housewife. Could this be Betty? Some man with a mustache. Three, that song. Four, the noises. Five, misaligned chakras. Was she having visions too? Everything's fine now. I'm fine. Sandy's fine. Won't you come back and sleep with us, Richard? Daddy. Okay, ich dachte, das wäre der Hammer, der so leuchtet, aber das ist der Zettel. Okay. Hier ist verschlossen, verdammt. Es wird immer bedrohlicher, je mehr ich auf den Boden klopfe mit meinem Stock.